Lass mal gucken. Aber hier steht schon wieder Plünderer. Ich kann probieren, ob ich die hinterrücks angreifen kann. Das war voll knapp. Also ich kann mal probieren, wenn ich schon da bin. Und ich glaube, ich soll hier mit irgendeiner Ilari sprechen. Aber hier steht halt nur Plünderer. Danke für die Info. Ja, gerne. So, also ich bin ja jetzt auch im Level aufgestiegen und so. Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Da muss ich da halt schon so ein bisschen reinfuchsen. Überziehen. Probieren wir es einfach mal. So, ich würde den eigentlich auch. Hat der nicht irgendwas von weiter weg anzugreifen? Niederschlag. Ja, der könnte halt auch mit dem Bogen tatsächlich von da hinten. Also halt einfach mit dem Bogen angreifen. Und sie könnte. Oh, was hatten wir denn da? Abstoßendes Siegel, ikonische Projektion. Aber ich glaube, die kämpfen eh für sich eigentlich meistens. Und Feinde Frostschaden. Oh, aber schau mal. Das ist eigentlich. Ich probier's mal. Die Ordnung wiederherstellen. Nachtrag hinzugefügt. Okay. Hätte ich doch mit denen reden können. Mal gucken. Hoppala. Ich probier's einfach mal. So, jetzt warte mal, was ist da gerade eingestellt? Aktiv. Ah, ich kann auch einfach auf Auto. Ich stelle mal bei den beiden auf Auto. Und dann kann ich selber aber auch noch entscheiden. Betrügerisches Geflüster. Explosion wollte ich, genau. Okay. Jetzt kann er theoretisch auf seinen Säbel umsteigen und ihn direkt angreifen. Ja, geil, jetzt kommen die auch. Scheiße. Es sind halt schon viele. Das Vieh war schon wieder fast tot. Wow. Ich glaube, ich muss mit denen reden. Ja, nee, das funktioniert nicht. Die sind zu stark. Es sind halt zu viele vor allem. Nur die zwei hätte ich schon gepackt, aber.
Ich schau mal ganz kurz, ob das vielleicht wirklich. Ja, was pausiert er da noch großartig? Ist verloren. Ich schau mal, ob ich doch mit denen vielleicht reden soll. Also vielleicht ist es ja genau das. Had some good times. Ja, sag ich ja. Ich weiß gar nicht, wieso der auf einmal wieder aufgestanden ist gerade. Ja, passt schon. Ich habe die ja angegriffen, deswegen haben die mich angegriffen. Ich schau mal ganz kurz, ob man noch einfach zu denen hingehen kann. Ah, nee. Also man kann nicht mit denen reden, aber das habe ich mir fast gedacht. Das habe ich mir schon gedacht. Nee, dann passt schon. Mache ich einfach. Gehe ich einfach woanders hin. Wieso greifen die eigentlich alle gar nicht wirklich an? Das bilde ich mir doch nicht ein, oder? Ja, passt schon. Doch, doch, das, der greift schon an. Okay. Ja, sogar was abgezogen. Nee, passt schon. Dann würde ich sagen, ich schau mal ganz kurz, welche Quest ich jetzt eigentlich machen muss. Aber dann ist das nicht hier, was ich machen muss anscheinend. Ich dachte, es wäre hier. Quest. Okay, das sind die Erledigten. Jagd auf einen Gott, die Insel erkunden. Habe ich schon fertig? Nee, ist noch nicht fertig. Gestrandet. Da muss ich halt Infos suchen. Das sollte ich mir anschauen. Ah, da wollte ich auch noch hin. Okay. Und was ist das mit diesem Ilia oder so? Dämmerungssterne, die Leute befragen. Okay, also das sind zwei Sachen, die wir eh nebenbei machen. Sprich mit Ilari. Ich habe die Goretschi-Straße erreicht. Jetzt muss ich nur noch Ilari finden. Also ich bin gerade in dieser Straße. Aber hier sind halt überall Plünderer. Und ich kann mich gerade nicht mit diesen Plünderern anlegen, obwohl da steht, dass es mir eigentlich, dass ich es eigentlich schaffen müsste. Beziehungsweise kann es auch einfach sein, dass ich es halt durch Schleichen machen soll. Ich meine, die sind ja auch abgelenkt hier, ne? Also vielleicht ist das hier Ilari. Offensichtlich nicht. Kann ich hier irgendwo rein? No can do. Hm. Uah. Eieieiei. Uff, das war sehr knapp.
Es muss hier irgendwo. Vielleicht sind das ja die hier. Ilari. Okay, wie rede ich jetzt mit der? Hi? Warte mal ganz kurz. To get this large sample, Ah! you must have been trying real hard. Ich darf nicht gegen die kämpfen, weil ich mit denen eine Mission habe. Verstehe. Die Hand des jungen Elfen, oh, das ist ein Elf auch, schließt sich um den Griff der Pistole in seinem Gürtel. Der Schatten eines höhnischen Grinsens huscht über seine Lippen. Er beobachtet dich, ohne zu blinzeln. Xavier hat mich geschickt. Du musst die Plünderungen beenden. Ilari schnaubt und rümpft die Nase. Er betrachtet dich einen weiteren Moment lang in erwartungsvoller Stille. Dann wirft er den Kopf zurück und lacht laut und unangenehm. She must be desperate. Not so desperate as to come here on her knees to beg for herself. But she sent you. No, there's my answer. I get my cut. There's no sense in ruining a good thing. Wenn du ihr diesmal hilfst, schuldet Xavier dir was. 40 Kupfer geben. Betrachte es als Lohn für den Schutz der Goretti-Straße. Angreifen. Gleich bekommst du noch einen Schnitt. Mach mal das hier, Diplomatie. Er kichert, doch mittendrin runzelt er die Stirn. Er fährt sich nachdenklich mit dem Daumen über das Kinn. Done. I'll do it. Bon Piaco. Can't be too bad, having a commander in your pocket. Tell Xavier this isn't permanent. Second the water clears up and things are back to normal, we're through. I'll spread the word. Goretti Street is under a lawful protection now. Cool. Kehre zu Xavier zurück. Wuhu. Wie die da rumstampfen. Geil. So, da habe ich nämlich auch Erfahrungen bekommen. Wahrscheinlich hätte ich nie gegen die kämpfen müssen. Das kann ich noch verkaufen. Sind die doof? Wahrscheinlich hätte ich nie gegen die kämpfen müssen. Consider it done. Sondern nur jetzt plündern wir dafür hier noch ein bisschen. Ja, können ja noch von denen gewesen sein, ne? Something must be wrong with Oh. my vision. No matter how much I blink, I Ihr wisst schon, was ich sagen wollte. blurry lights in the darkness. You are quite blinding. Es tut mir leid, aber du bist tot. Kommt mit mir. Ich werde dir helfen. Was ist das Letzte, woran du dich erinnern kannst? Wenn du denn unbedingt darauf bestehst, folge mir meinetwegen, aber ich verbiete dir auch nur ein Wort zu sprechen. Was ist das Letzte, woran du dich erinnern kannst? Pain. I came to help one of the traders gather her belongings. Then other men came. They struck me over and over. Is that why I cannot see? Es tut mir leid, aber du bist tot. Kommt mit mir, ich werde dir helfen. Dad? This is terrible. Der Geist seufzt, seine zerbrechlichen Schultern sacken nach unten. Oh. Ihre dunklen Augen, sehr ernst, lässt Jotty ihre Laterne um die verschiedenen Seelen kreisen. Also ich glaube, wenn ein Kampf vielleicht zu schwer ist, zu schwer sein kann, dann kann man ihn sehr gut mit Diplomatie lösen. Aber es gibt auch Kämpfe, die man bestreiten muss. Machen wir mal kurz hier den da. Ich speichere mal gerne auf ganz vielen verschiedenen. So, Savia, Savia, Savia. Wer war denn jetzt nochmal Savia? Oh Gott.
Markt kann. War das nicht die? You must gather your party before venturing. Ja, wir kommen ja schon. Wir sind ja schon auf dem Weg. Jetzt kann ich mit dem reden. Or is it Captain? You have the carriage of a captain. A noble bearing all around. Der Mann in der Zelle torkelt leicht, als er nach vorne schreitet. Er sieht dich mit einem Lächeln, Tatendrang und glasigen Augen an. Apretta, you must free me. I am a creature of the sea. I am not meant for this dark place. I will dry and wither like a landed. Ich könnte jemanden wie dich in meiner Mannschaft gebrauchen. Was soll ich für dich tun? Was hast du getan, um hier zu landen? Findest du dich auf einem Schiff zurecht? Lebe wohl. Was hast du getan, um hier zu landen? I did no one any harm. I am at the Kraken's eye, so often Thorol should pay me. I sample every bottle for quality. Ah. My loyalty has given him airs. Der Säufer. Der Rumtrottel. Had I the coin? You walked out on a tab, Ruggiero. Nothing to boast of. And then you crawled up to the governor's estate, pissed on the steps and resisted us. Merla, I do not remember that at all. Right on the steps? I am sorry for the last. I tell you, Savia, I cannot help my magnificent reflexes. You were being very grabby. findest du dich auf einem Schiff zurecht? Do I know ships, she asks? I know every vessel on these waters. Every one from the galleon to the... every one of them. You have enemies? These fists will drive them into the waiting arms of the sea goddess. Er ballt seine Fürste und streckt sie quasi als schlagkräftiges Argument für seine Behauptung gen Himmel. Ah, ich könnte jemanden wie dich in meiner Mannschaft gebrauchen. Was soll ich für dich tun? You see how fate has brought us together? The ice-hearted guard, she has set my fine at 400 pyres. I have none. I flounder here until the debt is paid. Oh, irgendwelche Vorschläge, wie ich dich da rausbekommen soll? A matter of coin. 400 beautiful coins. Ich knack das Schloss einfach, wenn wir dann aufbrechen am Ende. The door is the thing. Rigere lehnt sich vor, um mit seinen Fingern die Gitterstäbe seiner Zelle zu greifen. Er rüttelt an ihnen, vergeblich. Seufzend legt er seine Stirn auf die Stäbe. The commander, she guards the keys like a jealous wife. It would take steady hands to slip it from her pocket. That is, if you have need of keys at all. Er dreht mit seinen Fingern kleine Kreise in der Nähe des Schlosses und zwinkert dich unbeholfen an. You think me idle to ask this of you and do nothing? I have scratched, madam, a little mortar from beneath the bars at the window at every chance. The stonework, it is very strong. I can do nothing by hand. With tools, perhaps. Thank you. In the Kraken's eye, he carries many such useful items. All for legitimate use, of course. Er hebt seine Augenbrauen. They love explosives. Und grinst dich mit allen Zähnen an. Lebewohl. So, wir wollten eigentlich zu ihr. Keeping out of trouble. A little jest. What is it? Besteht irgendwie die Chance, dass du Rigeras Strafe verringerst? Ich habe Ilari davon überzeugt, auf der Goretti-Straße Ausschau zu halten. Perfetto. He's a little shit, ne? But a lazy one. He will not cause trouble if he does not have to. Easier to work with a familiar face for the moment. I can deal with him later. So, we have one small part of Port Mage under control. A good start. Well, here you are, for your time.
If I had 10 women like you, the whole of Port Marge would be set right within the week. Cool, ich habe 1100 Kupfer erhalten. Geil. Keeping out of trouble. A little jest. Besteht irgendwie die Chance, dass du Riggers Strafe verringerst? Don't tell me Rigeri has earned your pity. That won't last. Sie blickt auf die besetzte Zelle und rümpft die Nase. I do appreciate what you have done for me. So, if you will vouch for Rigeri, I will lower the fine. Uhu. 300 pieces will cover what he owes at the tavern. Something you wanted? Ja, komm, das ist nicht so viel, das kann ich auch machen. Die Verus? Well, good riddance to him. It's your coin to spend. Savia zieht deinen Schlüsselbund aus ihrer Tasche und geht auf die Zellentür zu. Du hast 300 Kupfer verloren. Ach, ich habe so viel Kupfer gerade, ich weiß gar nicht, was ich damit soll. So habe ich den wenigstens gleich. Und ich habe jemanden dabei, der... Ach so, nee, der geht direkt zum Schiff, der geht nicht jetzt zu mir in die... Hm. Verdammt. Egal. Bastjo, was so ist. Hätte ich noch am Ende mitnehmen können, aber egal. Vergesse ich ihn wenigstens nicht. So. Das habe ich aber, also das hat jetzt gut geklappt, ne? Zu dem zu sagen, ja, sie schuldet dir dann was, aber ihr das nicht zu sagen, weil das eh scheißegal ist, weil wenn der das glaubt, dann ist er halt blöd, weil sie muss das später ja nicht, also sie muss gar nichts, ne? ja, jetzt passt es auch ganz gut so zusammen. Das ist cool. Wie sieht das aus, wenn es ganz schwarz ist? Na, weiß ist zu weiß. Na, blau ist schon, also dunkelblau ist schon ganz gut eigentlich. Ja, nicht zu bunt. So, komm. Jetzt bin ich gerade drin, jetzt will ich noch eine Quest machen. zumindest wissen, wo ich noch hin muss. Das muss ich noch machen und das muss ich noch machen. Ausgrabungsstätte erreichen. Wo ist denn diese Ausgrabungsstätte? Unweit von Port Maillé gefunden werden kann. Leuchtende Adra. Genau, das wissen wir alles. Also, wir brauchen diese Ausgrabungsstätte. Wie komme ich denn wieder auf die Hauptkarte? Abt Leon TT, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Ich muss mal gucken, wie ich da hinkomme. Ich komme ja hier nur auf diese Karte. Ah, Ort verlassen. Wahrscheinlich, oder? Hoffe ich. Oh Gott. Mache ich das richtig? Ich weiß es nicht. Ich wollte wieder... Ja, da wollte ich hin. Okay, gut. Hat geklappt. Also hier sind irgendwelche Wälder. Da sind die Ausgrabungsstätten, ich hab's gerade gesehen. Im Osten von Port Maillé dehnen sich dichte Wälder aus, das verlangsamt deine Reise. Über dir flattern Vögel und unablässig zirpen und summen Insekten. Der Pfad endet in einem Wildwechsel und dann ist überhaupt kein Weg mehr zu sehen. Du entdeckst einen Baum, der auf merkwürdige Weise markiert wurde. Die Rinde wurde in einem bestimmten Muster weggeschnitten. Die Riefen scheinen fast senkrecht von links unten nach rechts oben zu verlaufen. Die Markierungen untersuchen. Überleben, Wahrnehmung. Ja. Ida untersucht die Schnitte im Holz und zupft dann von der Seite des Baums ein Büschel Haare. Das haben Wildschweine angerichtet.
Ida klopft gegen den Baum. Schau dir das an. Ein Siegel wurde in das Holz geschnitzt. Der Abdruck ist so schwach, er ist kaum noch wahrnehmbar. Vorsichtig vorwärts gehen. Mit großer Vorsicht begibst du dich hinein in den Wald. Deine Kleidung ist durchnässt von der hohen Luftfeuchtigkeit und dem Wasser, das von den Bäumen tropft. Ein leises Rascheln im Unterholz nördlich von dir, tiefer im Wald, weckt deine Aufmerksamkeit. Hallo? Ist da jemand? Dich im Unterholz verstecken. Scheiße. Du tauchst ab ins Unterholz, dabei stößt du gegen einen Holzklotz, der an einem Baum lehnte. Du kannst ihn nicht aufhalten, hilflos musst du zusehen, wie er umfällt und dabei eine Ranke mitzieht, die sich um einen toten Zweig gewickelt hat. Mit einem lauten Krachen landet alles auf dem Boden. Das Geräusch kommt näher und inmitten der Vegetation taucht ein hochgewachsener Aumauerner auf. Verfilzte rote Haare säumen seinen Kopf und sein Körper ist in Wildschweinfelle gehüllt. Noch merkwürdiger sind allerdings die Wildschweine, die ihm folgen. Und bei deinem Anblick drohen Schnauben, die Borsten aufgestellt. Hoch. Ich glaube, wir haben jetzt einen Kampf. Hallo. Ida ist entzückt, als er den Eber sieht. Wenn er nicht gerade ihr Grunzen nachahmt, kichert er fröhlich. Erst nach einer langen Weile und wie beiläufig richtet er seine Aufmerksamkeit auf den seltsamen Mann in ihrer Mitte. Schmutz verdunkelt die Falten in der Haut dieses Mannes. Seine Lippen kräuseln sich über die brüchigen Zähne. Er fuchtelt mit dem Stock vor dir herum. No, never talk. Just go. Leave this forest. Go leave these islands. Go return from where you've been. Sein Eidyranisch ist stockend. Die Sprache wirkt fremd in seinem Mund. Ich will dir nichts Böses. Können wir nicht einfach reden? Ich habe nach dir gesucht. Die Leute an der Küste haben gesagt, du könntest mir helfen. Warum nicht? They always think they know better than this kith in this wood. Then when they need help, they always go ask me. Wütend leckt sich Shotty über die Zähne. Wegen der Betrügerei. You go. Speak quickly then. Your words disturb this place. Was machst du hier draußen mit all diesen Ebern? Sieh mal, ich will einfach nur durch diesen Wald. Also, was deine Eber angeht, kannst du mir nicht irgendwie auf meiner Reise helfen? Learning. The boar teach much about survival, if one listens, if one watches. So sing, so say those who know. Die, die es wissen, wer soll das sein? This question helps neither of us, I say. Naja, es klingt, als würdest du über Galawain sprechen. Always you foreign sorts speak of your changing god. I say you know nothing of change, and less of the hunt. Das war nicht gerade ein sehr produktiver Austausch, oder? Die Augen des Mannes verengen sich. No. Your sort always want. This forest is not yours. This land is not yours. Go, leave. Also, ich könnte jetzt Tiefblick machen. Ich will diesem Land nichts nehmen. Ich bin hier, um es zu beschützen. Überleben? Ich bin auf der Jagd nach einem Gott. Wenn ich versage, wird deine Insel nicht von seinem Zorn verschont bleiben. Einschüchtern? Wenn du mir nicht aus dem Weg gehst, werde ich dich dabei zusehen lassen, wie ich deinen hübschen Eber einen nach dem anderen abschlachte. Ich mach mal Tiefblick. Der Mann runzelt die Stirn und zieht dann eine in Leder gebundene Tasche aus seinen Sachen. Mit zitternden Händen überreicht er es dir. Du hast einen Gegenstand erhalten. Weisheitszahnhalskette. Der Gegenstand wurde in deinem Lager abgelegt. Jetzt habe ich aus Versehen das hier weggemacht. Ich habe irgendwie gedacht, dass ich auf Tiefblick geklickt habe und dass das eine Erklärung zum Tiefblick war. Naja. Then go, take this. They protect you if you speak true. They tear out your throat if no. Er winkt dich davon. Cool. Danke. Ich weiß zwar nicht, wieso ich jetzt hier bin, aber ich darf jetzt hier durchlaufen. Ich wollte eigentlich zur Ausgrabungsstätte und nicht in den Wald, aber passt schon.
Da wollte ich eigentlich hin. Komme ich da überhaupt so hin? Hm. Ich glaube, ich musste sogar durch den Wald dafür. Jetzt muss ich da nämlich auch hin dafür. Ach Gott, okay. Der Pfad vor dir ist durch chaotische Fußspuren gründlich aufgewühlt und die wenigen Pflanzen, die ihn säumen, sind übel mitgenommen. Hier könnte ein Kampf stattgefunden haben. Das Gebiet durchsuchen. Ja, macht er. Ida weiß sofort, was er von dem Durcheinander zu halten hat. Die fehlenden Blutspritzer deuten darauf hin, dass hier kein Kampf stattgefunden hat. Außerdem erkennt dein Gefährte sofort die klauenartigen Fußspuren von Xaurips. Die Spuren scheinen ganz frisch zu sein. Eine trockene und faserige Liane wurde über dem Pfad gespannt und unbeholfen mit Erde bedeckt. Dahinter erschaudert eine Gruppe in Roben gewandter Personen und kauern sich in eine nahegelegene Flussbiegung nieder. Jeder ist an seinem Platz erstarrt. Sie sind aschfahl und grau wie Statuen, die aus Ruß gemacht sind. Die Falle entschärfen. Okay. Ja! Obwohl die Falle simpel aussieht, nimmst du dir Zeit, um sie zu entschärfen und ihre Teile einzusammeln. Du hast einen Gegenstand erhalten. Ätzende Wolke. Der Gegenstand wurde in einem Lager abgelegt. Vorsichtig vorwärts gehen. Oder nach den Xaurips suchen. Vor dir hörst du leises Gezwitscher und Brummen. Du kannst im Gestrüpp kleine, sich bewegende Gestalten ausmachen. Dich näher heranschleichen, um alles zu beobachten. Oh oh. Hallo, Zeref. Du kriechst näher heran und teilst das Gras, um besser sehen zu können. Eine Handvoll Xaurips zischen und schnappen sich gegenseitig an und schwenken die Speere in ihren schuppigen Händen. Sie stehen über dem, was anscheinend ihren Streit ausgelöst hat. Ein kleiner Haufen Beute, den sie wahrscheinlich von anderen Reisenden gestohlen haben. Ihren Streit anstacheln. Ach, als Medium kann ich das. Einen Hinterhalt vorbereiten und angreifen. Mit Magie auseinandertreiben. Ich finde das mit dem Streit anstacheln gut. Du entfaltest deine Gedanken und streichst die einfachen, chaotischen Geister der Wilben. Du entfachst ihren Zorn, wie du auf deinen Glut blasen würdest, um ein Feuer anzufachen. Ihr Zischen wird immer hitziger und sie beginnen, aufeinander einzustechen. Schließlich stürzen sich zwei von ihnen auf einen dritten, der in Dickicht davonläuft. Alle Xaurips verfolgen ihn lautheiß. Da die Xaurips weg sind, kannst du aufsammeln, was sie zurückgelassen haben. Du findest ein paar Münzen und einen zerschlissenen Umhang und ein altes Stilett. Umhangst, ja. Okay, das war witzig. Finde ich ganz cool gemacht. Auch mit dieser Rolle, wo immer wieder mal was passiert. Schon schön. Aufsteigen. Cool. I got this. I got this. Oh. Hoppala. Watch your weight. Xotti kümmert sich und stützt ihre Hände kurz auf die Knie, bevor sie sich Schweiß von der Stirn wischt. Krümmt sich. Sie keucht, um wieder zu Atem zu kommen und sieht dich mit einem strahlenden Lächeln an. Du hast einen Gegenstand erhalten. Kupferhaufen. Oh ja. If you'll spare me a minute, I'd like to perform a last rite for these poorly departed souls. Sie greift nach der Laterne an ihrer Hüfte. Please, Watcher. Without my guidance, they might have a hard time finding the light. Ich werde es erlauben. Mighty kind of you. Sie grinst glücklich. Sie macht zwei entschlossene Schritte nach vorn, zieht ihre Sichel aus der Scheide, greift sie ihrer Laterne und schwingt beide in einer Abfolge gut eingeübter Bewegungen. Shotty singt, wirbelt herum und lässt ihre Waffen durch die Luft schneiden. Ihre Stimme hebt und senkt sich in einer Art Beschwörung. Einen Aufruf an alle verstorbenen Seelen, die noch hier weilen. This here's a final call for all souls. Last stop for the lost. Shotty schwingt die Laterne schneller und schneller, spreizt die Beine und wirft dann ihre Arme hoch über ihren Kopf.
Die Laterne klappert in ihrer Hand und das Licht darin leuchtet grell. Du hältst den Atem an und in der Stille scheint es fast so, als sollte eine Seele von einem Leichnam emporschweben. In der Luft zittern und schließlich in die verblassende Helligkeit der Laterne eingesaugt werden. Aber die Aschfallenkörper sind ihrer Seelen beraubt und Shottys Licht vergeht, ohne etwas zu erhalten. Keine Chance. Du hast einen erwischt? Nichts sagen, weitergehen. Keine Chance. Ihr triumphierendes Lächeln lässt nach und hinterlässt einen Ausdruck, der so traurig ist wie der Schlamm an ihrer Wange. It's my honor duty to reap and shepherd departed souls during their journey to being reborn. With Aethys dead, me and the other reapers gotta gather as many souls as we can. We'll keep him safe until Gon returns to hell and can take him into his divine embrace. Den Schmutz von ihrer Wange reiben. Shotty errötet unter deiner Berührung und wendet den Blick ab. Sie kann dir nicht länger in die Augen sehen, aber ihre Lippen verziehen sich zu einem zufriedenen Lächeln. I'm keeping lost souls. And here. Sie tippt an den Metallrahmen der Laterne. And that's all I care to say for now. Let's go. Sie nickt, bevor sie losgeht. Hatte ich schon das Gefühl, dass die mir nicht sagen würde. Deswegen fand ich das ganz nett so. Mir geht's gut, Seraph, danke. Und dir? Fast gut. Schiffszwieback. Ich bekämpfe noch den Ausbruch von... Aha. Von einer Erkältung. Aber ich werde es schaffen. Ich werde nicht an Weihnachten krank sein. Das wäre ja sonst noch was hier. Ich gar keinen Bock drauf. Oh Gott, sind da viele. Ja, sehe ich auch. Haha, ich probier's mal. Show him how it's done. Probieren wir es mal. Eieiei, okay. Nett. Was hat der bei seinem Kopf? Wieso macht denn keiner was? Wow. Nett. Funktioniert? Schaut irgendwie nicht so aus gerade. Warte mal. Da muss ich näher ran. Probieren wir es mal. Mal kurz normal angreifen. Ich könnte mit ihr das hier machen. Ja, das war ganz gut. Ja, aber da sieht man, die kann ich auch besiegen. Also da läuft es schon ganz anders. Ne?
Ah ja, gut, sie hat es auch wirklich getrunken. Angreifen, angreifen. Müsste es ihr nicht eigentlich besser gehen? Ja, perfekt. Also dann klappt es auch. Das war halt, weil ich mit dem anderen eine Mission hatte. Gut. Gut. So, nehmen wir alles mit. Den auch. Wuhu. Was haben wir denn hier Schönes? So, ich glaube, den Rest hier schauen wir dann das nächste Mal an. Extreme Gefahr darin. Auf Befehl von Oda Risi ist die antike Trainingshalle von jeglichen Erkundungsgängen ausgenommen. Schaut hier auch ein bisschen größer aus. Wer auch immer hier war, wollte eine Tasse Tee trinken, hat sie aber halb voll zurückgelassen. Ich gehe jetzt mal kurz hier runter. Ich will wissen, was da ist. Das schaut so interessant aus. Oh, Tier, Gegner. Mist, ich bin schon im Kampf. Verdammt. Ja. Also nett ist anders. Nein, ich finde das halt schön gemacht. Also hübsch. Also, ihr wisst schon. Also, den Kampf mach mal noch. Uiuiui, das sind aber viele Gegner hier. Könnte sein, dass ich das jetzt nicht überlebe, weil ich da so reingerannt bin. Bisschen doof. Wo ist sie denn? Ach, da. Uff. Ja. Eieiei. Trink deinen Scheiß jetzt. Mann, Mann, Mann. Wo ist er? Okay, er ist hier halt beschäftigt. Das ist schwierig. Trinkst du jetzt vielleicht mal deinen Scheiß? Trink! Na, er ist halt hier schon beschäftigt. Mist! Ja, was soll ich machen? Hat halt scheiße angefangen gerade. Vielleicht schaffe ich es trotzdem. Aber ich glaube nicht, das ist jetzt schon ein bisschen kacke gelaufen gerade. Ja. Ja, ich weiß schon. Da habe ich jetzt gar keine Chance mehr. Das. Die muss ich halt irgendwie flankieren und dann da reinlaufen. Das ist das bei solchen Spielen, wenn du halt irgendwo reinrennst, dann haben sie dich eigentlich. Dann hast du gar keine Chance mehr. Wieso lebt er denn schon wieder? Der war doch gerade schon tot. Jeder, du bist tot. Gib's halt einfach auf jetzt. Ha? Danke. So. Jetzt bin ich gerade da oben. Ah, scheiße, jetzt ist der Kampf auch... Okay, gut, dann hören wir jetzt an der Stelle auf. Das ist eine gute Stelle zum Aufhören.
Ich schaue ganz kurz noch hier hin. Aber ich denke, das ist dann ein guter Schnitt. Und ich glaube, das dauert noch ganz schön lange, bis ich mein Schiff wieder habe und zu diesem DLC komme mit dem Schnee, den ich ja eigentlich mit euch spielen wollte. Damit es wenigstens irgendwo schneit und so. Hm. Tja, ja. Na gut. Auf jeden Fall war es sehr schön. Hat Spaß gemacht. Achso, warte, ich speichere das jetzt auch noch mal ganz kurz. Ich habe ja gerade noch was eingesammelt, ja. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns morgen nochmal. Da mache ich auch nochmal einen Frühstückstream. Und dann ist ja schon der 24.12. Da denke ich, werde ich keinen Frühstückstream machen. Denke ich. Morgen dann wahrscheinlich beides nochmal ein bisschen RP. Und Pillars. Und dann muss ich noch Geschenke einpacken und so. Und Baum schmücken und weiß ich nicht alles. Ja. Passt. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen 22.12., einen wunderschönen 4. Advent. Ich werde jetzt gleich noch Winter grillen. Und deswegen bin ich auch ein bisschen wärmer schon angezogen. Und ja, wie immer vielen, vielen Dank an euch, dass ihr da wart. Nicht nur beim RP, sondern auch bei anderen Sachen mal zuschauen. Das freut mich sehr. Und ja, wenn ihr Bock habt, dann bis morgen früh. Ich schreib's im Discord, wann ich ungefähr angefangen, ja? Bis dann.